todo lo que me conoce en Argentina. Was ist denn hier los? No, no, Diego Armando Maradona. Pa, pa, pi, pi. Im Februar bringt er eine Malle-Folge raus? Pa, pa, pi, pi. Willkommen in Mallorca. Guten Morgen, Señores und Señoritas. Heute sieht es nicht sehr schön aus, ja? Guck dir, liegt immer noch im Bett hier. Wir haben jetzt einen weiteren schönen Tag hier auf der Insel Mallorca, aber heute ist es sehr, sehr, sehr kalt. Und Gerdi ist sehr, sehr, sehr müde. Und Tannenbaum hat sehr, sehr, sehr Bauchschmerzen. Ja, dann wollen wir erstmal in den Tag starten. Das ist so kalt draußen. Ich glaube, das wird mein erster Tag auf Mallorca mal mit langen Klamotten. Hat es wenigstens gelohnt, dass ich sie mitgebracht habe. Sonst auf jeden Fall. Zum Glück bist du noch da. Zum Glück bin ich auch da. Einer der seltenen Tage mit Regen auf Mallorca hier. Gucken, ob wir uns da drüben im Shop den Regenschirm snacken können. Weil mit dem Taxi jetzt von Station zu Station fahren ist auch kacke. So, dass das so am Schiffen ist, haben wir uns jetzt erstmal schöne Ganzkörperkondome geholt. Ja, geil, kann man mal machen. Total. Ja. Besser als nass zu werden, ne? Ja. So müssen wir aber heute den ganzen Tag rum. Dann gehen wir nachher auf den Tisch. Aber das Gute ist, wenn du das hast, kann dir kein Helmut oder sowas klauen. Kommt ja gerade in die Tasche rein, ne? Also, das ist definitiv kein schönes Wetter mehr jetzt. 15 Grad, nass, kalt, Regen. Ja, so sieht's aus. Gar kein Strand mehr. So, heute früh gibt's nochmal das Roadhouse. Mal gucken, ob es da leckeres Frühstück gibt. Ja, das nennt sich jetzt hier Fitnessfrühstück. Sieht ja ganz gut aus. Aber es ist auch ein Fitnessfrühstück. Man muss eine Grundlage schaffen, ne? Naja. Bitte Leute, Leute. Und als Upgrade gibt's ja sogar noch Spiegelei auf Toast. Ja. Ja. Sieht aber sehr geil aus, muss ich mal sagen. Ne? Also Roadhouse, kannst du Abendbrot essen und kannst du frühstücken gehen. Viel. Schafft doch gar nicht alles, zu ne? Viel, zu viel. Viel zu viel. Aber sehr lecker. Aber sehr lecker für den Preis. Vollkommen okay. So, da waren wir jetzt gerade eben im Roadhouse gewesen, da drüben. Da gehen wir jetzt nebenan ins Casablanca und trinken noch einen Kaffee. Mit der Gerdi und dem Tannenbaum. Das, oh, was zu essen haben sie auch noch, wie praktisch. So sieht es also hier drin aus. Wir hatten super viel zu essen. Wir haben was gab es denn leckeres? Ich habe ein Caesar-Salat gegessen, aber nur ein Viertel. Da gehen wir dann später mal rein hier. Bei den Autohändlern. Aber erstmal holen wir uns Karamellbonbons, habe ich gehört. Alles schon weggeräumt. Werden die Schotten echt dicht gemacht hier nach dem Closing. Wahnsinn. Ganz komisches Bild hier bei Regen. Total ungewohnt. Bambuleo erstmal verlassen, denn Jörg und Dragan, die Autohändler. Hast du dich schon mal gesehen hier? Nein, ich möchte die unbedingt verlassen. Nein, ich weiß auch nicht, ob ich dich schon mal gefilmt habe, gesehen habe.
Deswegen, die kommen jetzt vorbei, super hupen, wenn wir uns reinziehen. Ja, bei RTL, ne? Die wollen eigentlich schon, die haben doch immer so einen Praktikanten gehabt, den sie immer angeschnauzt haben draußen, genau, der immer nur Mist gebaut hat. Nee, ich bin nicht der Dennis. Wenn du mal den Dennis sehen willst, dann musst du bei Gameplay mal, bei YouTube Gameplay mal eingeben, dann siehst du den Dennis. Ja. Wo sind jetzt hin? So, Olli, warte, Olli. Jetzt deine Meinung, Autohändler. Also ich hab gedacht, da kommen ein paar geile Leute. Die haben jetzt 5 Lieder gespielt, 6 Lieder. Ja, vielleicht. Und ich glaube, das können wir auch. Das können wir auch. Jetzt mal ohne Scheiß. Also das war jetzt nicht so der Burner. Also ich finde auch, die haben schönere Lieder im Repertoire. Ja, heute ist schon. Also Autohändler muss man nicht unbedingt. Nee. Wenn du jetzt triffst, kriegst du 100 Euro oder was? Leute da sind. Mal gucken, wie es heute Abend aussieht. Schon viel drüber gelesen, gehört und auch bei Ingo im Livestream gesehen. Das Wursthaus von, mir fällt der Name nicht ein, da vorne bei Melanie Müller gegenüber. Und ja, da will ich mal gucken. Wie das mit Currywurst schmeckt, weil ich habe irgendwie Hunger auf was Kleines. So sieht's aus. Vielleicht im deutschen Eck mal gucken. Da ist schon zu jetzt hier. So ein Mist. Tja. Eigentlich auch mal lustig, das alles so zu sehen. Ne? Ich kenne das sonst immer nur mit Hunderten von Leuten hier drin. Keiner da. Müssen wir doch mal bei Melanie vorbeischauen. Ja, dürfen. Ich kann mal ein bisschen Smalltalk hier führen, wenn du schon draußen bist. Nämlich hier. Un saludo para mi mamá, mi papá, para todos los que me conocen en Argentina. Argentina, Messi, Messi. No, no, Diego Armando Maradona, pam, pam, pim, pim. Naja, jetzt haben wir uns ein bisschen gestärkt. Aber dann gibt es noch was Richtiges essen, irgendwo hin. Sehen. Party hart bei euch? Party Bitches, was geht ab? Hallo, Party Bitches? Echt kein schönes Wetter jetzt hier. Kalt, nass, bäh. So. Dann wollen wir mal gucken, wie das Willi Herren so macht hier drin. Bei denen war ich jetzt auch noch nie. Ja, Willi Herren ist auch da.
später, aber... Das ist... Okay. Verdammt, Alter. Da traut sich nicht immer umrechnen, gell? Nee. Mann. Alter, Leute. Hoffentlich geht der Flieger morgen. Wir haben jetzt gerade auch schon in den Nachrichten, dass Mallorca einen, wie nennt es sich das, Medicane treffen soll. Wurde eingestuft von Gelb auf Orange. Na, aber mal gucken hier. Ich wollte jetzt eigentlich ins Münchner Kindl. Ich bin dann doch noch im Münchner Kindl angekommen. Vielleicht gibt es noch was zu essen. Oh, durch bin ich hier, Alter. Durch. Komplett, komplett. Ab ist ja nur. Aber das Rippchen kam innerhalb von 10 Minuten. Alter. Da bist du durch hier, Alter. Das kannst du wissen.
Aber wir machen mal noch ein Update zu Willi Herren. Geil, hätte ich nie gedacht. Mega. Da macht richtig gut Stimmung, ne? Also es hat mir echt gefallen. Viel besser als der Autohändler. Willkommen in Mallorca. Was ist denn hier los? Mann, 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 du. Gut, auch mit Balinero, noch Feigling. Wenigstens passt das jetzt zu Vater Jero. Ich muss aber erstmal weg aus dem Bierkönig. Ich muss nochmal zum Geburtstag jetzt. Um 12 ins Oberbayern. So sieht das Oberbayern aus, wenn keine Party ist. Vater hat jetzt Geburtstag. So, Oberbayern verlassen wir jetzt und jetzt machen wir nochmal zu Balinero ans Pult für dich. Ja, das war's dann auch mit dieser Mallorca-Folge. Ich hoffe, es war mal eine Abwechslung mitten so im Februar. Die lag halt noch rum, die Folge. Ich habe die mit Absicht jetzt auch erst im Februar rausgebracht. Die hat einfach nicht in das Closing gepasst. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und abonniert das Bier. Und wir sehen uns zum Opening 2020. Bye.